Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video an diesem wunderschönen Tag. Schade, dass der Tag jetzt vorbei ist. Für mich wunderschön zu sein, denn Kilian ist ins Büro gekommen. Weißt du, was ich mich jedes Mal frage? Warum du eigentlich hier bist, ganz Nein, genau. Nein, wie behindert deine Begrüßung jedes Video? Perfekt, Leute, machen wir direkt weiter. Wir haben heute wieder ein wunderschönes, wie viel Euro ist ein Outfit wert in Berlin von Mahan rausgesucht, Leute. Ihr habt alle in die Kommentare geschrieben, ey, Revi, bitte hör nicht auf mit dem Format, das ist so witzig. Und ich denke mir so, oh mein Gott, wie stumpf und repetitiv seid ihr eigentlich. Aber es ist okay. Dass die Leute das mehr sehen wollen? Digga, auf keinen Fall. Das liegt definitiv nicht an dir. Das liegt einfach daran, dass die Leute dumm sind. Spaß beiseite, ihr seid die Besten. Abonnieren, Glocke anmachen, ihr wisst Bescheid. Wir haben heute das 10.000 Euro Outfit, beziehungsweise den 10.000 Euro Schuh. Kilian hat sich schon reingezogen, angeblich. Ich hab mir... Nein. Oder was? Ich guck ja Mahan, Bruder, ich supporte dich. Und ich hab gedacht, der Link natürlich wieder in der Videobeschreibung. Video, Digga, müssen wir reagieren. Leute. Was ihr hier seht, ist ein Nike Mag von Back to the Future. Ganz genau, ich habe gar keine Ahnung. Es sind schöne Schuhe, fangen wir direkt an. Sind das diese Self-Lacing-Schuhe? Ja. Oh mein Gott. Hau raus, Digga. Wer bist du? Ich bin Günther. Digga, das schaut aus Günther. Wie Young Huren. Das sieht aus wie Young Huren in billig, Digga. Und die Ray-Ban hätte er sich auf jeden Fall sparen können. Gut, ich trage auch eine Ray-Ban. Aber schaut mal hier, Leute. Ich weiß gar nicht, von wem diese Brille ist. Sieht aber auch extrem scheiße aus. Kann man sich auf jeden Fall auch gönnen. Günther. Ja. Günther. Ja. Läuft bei dir, Digga. Ja. Hau mal raus. Was ist dein Outfit? Also meine Schuhe kosten 60. Skechers. Ja. Skechers. Digga, Skechers-Schuhe. Ich habe letztes Mal geguckt. Damn, fresh geworden. Wirklich. Die haben teilweise echt? Schuhe, die gar nicht so schlecht aussehen. Kilian. Ich finde den zum Beispiel gar nicht so schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Conaway. Socken in 3, Hose sind 20, T-Shirt 80, Brille. Was von ist mein T-Shirt? Goscha Robczynski. Ah, okay. Brille von meiner Mutter geklaut. Ja, finde ich jetzt auch nicht so lit, Alter. Aber ist okay, cooles Outfit. Weißt du, Digga? Jonas. Jonas? Ja. Okay, Jonas, du hast ein cooles Outfit. Ja. Hau mal raus, wie viele sind deine Schuhe? Schuhe kosten ca. 1500 Euro. Wie viel kosten die? 1500. Das ist der Einsatz Jordan Off-White Edition. Cool. Schuhe kosten ca. 1500 Euro. 1500 Euro für Schuhe? Ja. Mein Herz! Nein, das ist kein... Kauf dir doch dafür einen Kleinwagen, Digga. Nee, kauf dir ein Auto. Ich nehme alles zurück. Das ist kein 1er Jordan Off-White Edition. Das ist eine normale Off-White-Sneaker. Aber 1500 Euro, Digga, der Junge ist 16. Wie hast du die bekommen? Ich habe sie für Retail 190 bekommen. Ah, schlau. Ja, okay. Sie sind 1500 wert. Aber er hat sie für 190. Ja, warte mal, stopp. Du kannst nicht sagen, dass die Schuhe 1500 Euro wert sind. Das sind die nicht wert. Aber das heißt ja, wie viel ist dein die Outfit kosten. Wert? Ja, wert, Digga, wert. Was für... Also okay, so viel werden sie normalerweise kosten. Hose, keine Ahnung, 40 Euro H&M oder sowas? Chillige Hose, Mann. Gürtel. Ganz ehrlich, das ist das Einzige. Gürtel. Die Gürtel finde ich von cool. Off-White wirklich cool. Da muss ich ganz ehrlich sagen, niemals würde ich dafür so viel Geld bezahlen. Aber sie sind, was Stil und sowas angeht, können die ein Outfit wirklich cool abnehmen. Meiner Meinung nach. 180 oder sowas meine ich. Mach mal. 250. Habe ich dann hier England gekauft. Ja. Ich glaube 350 Euro waren. Okay. Umgerecht. Kann man sich auch sparen, das Shirt, Digga. Auch Brille, 150 glaube ich. Ach, Rucksack zählt? Ja, normal. Rucksack zählt, Digga, natürlich, Mann. Hau mal raus. Jetzt, pass auf. Beluga, 600. Junge. Es ist so geil, so, Digga, wie viel Euro ist dein Outfit wert? Ja, warte. Ich habe mir nochmal einen Trolley mitgebracht. Da sind ganz viele Goldchains von meinem Opa drin, Digga. Diese Kette hier, locker 20 Milliarden Euro. Ich schwöre es dir, Digga, Er kommt mit so einem Koffer an, Digga, wo noch Klamotten drin sind. Er sollte deinen Kleiderschrank vorstellen. Was ist denn das, Mann? Was mir gerade einfällt, ich bringe jetzt ein Format mit YouTubern, Influencern. Zeig mir deinen Kleiderschrank. Ja, zeig ich dir nicht. Doch, Digga. Nee, zeig ich dir nicht. Die Schuhe zahlen. Okay, stopp. Ich muss sagen, das Shirt, was ich gerade sehe. Die Schuhe zahlen. Ich kenne es nicht, aber ich finde Mona Lisa auf einem Shirt immer cool, muss ich sagen. Okay, dann ist nicht mehr cool. 250. Ja, 250, okay. Pharrell Williams. Sehen MD. Cool aus. Finde ich cool. Finde ich cool. Ist mal ein anderer, so ein anderer Colorway. Sieht aus wie so ein Teppich. Weißt du, was ich meine? Ja, kosten, aber wenn du die bei Adidas direkt bekommst, ich glaube so 180, 200, sowas. Das ist für einen Schuh gerade oberste Grenze. Aber bei Adidas den zu bekommen, no chance. Okay. Aber sieht cool aus. Gefällt mir so. Ist ein schön, ist mal was anderes so. Ja, ist cool. Nice. Ja, und hinten drin noch Anti-Social Social Club. Ja, natürlich. Ja, ey, 1000 Euro, Digga. Der Junge ist 5. Ich seh sein Gesicht. Ich will schon wieder Kopf am Tisch hauen, Alter. Digga, das ist der Boy mit dem Supreme Box Logo. Hau mal raus. Von unten? Ja, von unten. Hab ich schon den Sneaker Ja. Hab ich 900 für bezahlt? 900. 1000. Ist der wert. Ja, ist der nicht wert, Alter. Doch. Ist ein Schuh, ist der nicht wert. Er hat sieht cool aus, aber ist nicht wert. Er hat es bezahlt, aber das heißt nicht, dass er das wert ist, Bruder. Wenn ich dir jetzt, keine Ahnung, ich verkauf dir Backpulver und sag, das ist Koks und das ist 900 Euro wert und zahlst das, dann ist es das nicht wert. Also Koks wäre es auch nicht stimmt. wert. Verstehst stimmt, du, was ich meine? Stimmt, das ist kein Wertansatz. Man kann nicht sagen, nur weil jemand dafür so viel bezahlt, ist es das nicht gleichzeitig wert. Stimmt, ich sehe den stimmt. Wert dieses Schuhs bei 200 Euro maximal. Punkt. Ist es für mich. Ja, weil es so viel hat er gekostet. Ja, genau. Wenn halt Leute untereinander damit handeln, sollen sie machen, aber ich bin da raus so. Was nicht heißen soll, dass ihr das nicht tun sollt. Achtung, oder dürft.
Luft. Ich sage, die Hose ist eh wieder von H&M. Ja, aber das ist chillig. Das ist chillig, aber. Die Jeans ist von Avior, kostet 200. Avior habe ich auch ein paar Klamotten von. Und durch wen bist du auf diese Marke gekommen? Habe ich selber gefunden im Internet tatsächlich. Aber ich habe mir keine Hose von dem bestellt, weil ich finde 200... Gönn doch mal, dass du es von mir hast, du Pisser. Aber ich finde 200 für eine Hose halt immer noch happig. Damn happig, weißt du? Ja, ja, Supreme Burger. Keine Ahnung, kriegst du für 500? Boah, 500 doch, Digga, doch nicht. Jetzt hör mir doch auf zu jetzt. Doch. 500 doch nicht für einen Pullover. Doch, Kilian. Doch, ist Kilian. Also bei eBay Kleiderkreis und so 500. Kilian, jetzt, ey, hör mir auf. Komm bitte, nicht wirklich. Doch. Da steht nur Supreme drauf, aber Alter. Ich find's kacke, wie er sagt, weil er weiß ganz genau, wie hart er damit flexen tut und so sagt, yo. Ist das so, und was ist das für ein Rucksack? Ich sehe schon, den MCM. Rucksack kenne ich auch. Ist auch teuer, mit dem Löwen hinten drauf, ne? 750 oder 800 Euro. Skrr, unnötig. Okay. MCM Backpack kostet neu 950. Ah, das ist der mit den Strass-Diamanten. Klar, die Strass-Steine, da würde ich nochmal 200 für bezahlen, du für wie das Plastik. Wie alt ist er? Mahan, Bruder, frag das nächste Mal, wie alt die Jungs sind. Das ja, bitte, wissen. Bitte, Mahan, bitte. Und dann fragst du, was ihre Eltern arbeiten, was die netto verdienen im Monat. Fährst du mit den Kindern nach Hause und redest mit den Eltern. Für bitte, Mahan. Mahan, red mit den Eltern von diesen Kindern, bitte. Ja. Dann hier so Armbänder, 20, 30 Euro. Immer ganz viele Accessoires rocken, damit man noch ein bisschen was oben drauf tun kann. Ich hätte Cartier am Band. Ray-Ban 200. Okay, nice. Und die Sea-Dweller 7000. Boah, Junge! Das ist. Sag bitte, das ist nicht deine Uhr, Bruder. Sag bitte, die gehört nicht dir. 9800. Sag bitte, die gehört Euro. Nicht dir. Ey, ist das Vetement? Ey, guck mal, er dreht die Merch an. Schau hier. Ah, ne, doch nicht. Ja. Dann das Hemd hier. Habe ich von meinem Opa geschenkt bekommen. Keine Ahnung. Lava. Ja, und die DRL-Jacke. Von Vetement. 60 Euro. Von Vetement. Nein, das ist der Fake. Das ist der Fake, nein, Digga, das oder? Ist einfach original von DHL, Digga. Okay, geilen Servicepartner nach hinten. Ja. Geil. Finde ich sau stark, Digga. Ich habe mich so aufgeregt, Leute. Vetement hat eine Jacke rausgebracht, wo hinten nur DHL draufsteht. Und die kostet über 1000 Euro. Und ich denk mir so, ja. What the fuck, die haben auch diese Polizeijacken, haben sie ja auch. Ja. Und ich denk mir so, Hoodie, Polizei. Und er ist einfach so ein OG-Egg und hinkauft sich wirklich bei Arbeitskleidung 24, der einfach die DHL-Originaljacke, Digga, und krank. Heftig feierbar. Ein Hemd von seinem Opa, Digga. Das ist für mich Fashion, das ist Mode, Digga. Das, also wenn du, ich finde das Enablement nicht stop for real. Die Leute flippen es uns wieder aus. Ich finde es nicht geil, wie er es trägt, aber ich finde alleine schon, dass er aber so das Statement dazu, diese das beiden Statement. Mittelfinger an Vetement ist so, ist so. Das finde cool ich das Feierhafte irgendwie. Daran. Das finde ich geil. Ich nice. Und dann die Cap, glaube ich, 10 Euro bei Amazon. Die Umhängetasche hier, habe ich selber gebaut, ist von meiner GBL Extreme. Ist eine Verpackung. Hier habe ich noch so einen Supreme-Pullover gekauft. Er trägt aber allgemein so ein bisschen einen außergewöhnlichen Style, weil auch dieser Supreme-Sweater ist nicht normal. Ja, also das ist schon ein bisschen spacey. Eine Frage an dich, wieso ziehst du bei 25 Grad eine Winterjacke an? Flexen, ne? Sei ehrlich. Ja, Mahan, Bruder, du hast erkannt. Nein, guck mal, er weiß so, fuck, Digga. Mahan ist Ehrenmann. Er sieht Digga. So, Digga, er hat mich. Ja, es geht nur darum zu flexen. Mehr will der Junge gar nicht. Mahan ist Ehrenmann, Digga. North Face X, was ist das? Lass mich kurz schätzen, 1200. Schau einfach. Ja. Aber der Flex ist da. Hau mal raus. Wir fahren beide deine Schuhen an. Ja. Und Respekt an dich. Ich hab die Schuhe noch nie in meinem Leben gesehen und krank. Nike Mac 2011. Das sind diese, die Self-Lacing sind, oder? Oh. Wo man so draufdrückt, die sich so zuziehen. Nee, nicht mal draufdrücken. Du gehst in den Schuh rein. Ja. Casey Neistat hat dazu ein Video gemacht. Ja, das habe ich gesehen, genau. Das habe ich gesehen. Du gehst in den Schuh rein. Aha. Und durch das Gewicht schließt sich der zu. Schuh automatisch. Da geil, ist auch, geil. Ist irgendwie, den musst du aufladen, den Schuh mit USB. Okay, crazy. Hammer. Das muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Ich bin großer Marty McFly und Back from the Future Fan. Finde ich sau heftig, aber wenn wir jetzt zum Preis dazu kommen, sage ich no fucking way, no way. Sag mal, einmal richtig krank. Die was sehen wirklich gut aus, die aber sehen wirklich geil sind, aus. Mann, das who ist knows, Frage. Who knows. Ganz ehrlich, die sind selten, die sind krank selten, oder? Ich glaube, da gibt's nicht so viel. Ich bin auf Preis gespannt, jetzt warte. Vor allem, ich würde die da nicht tragen. 10.000 Euro. Er hat... Okay, Kilian, soll ich dir... Mein erstes Auto hat ein Zehntel davon gekostet, wie dieser Schuh. War das der rote Seat? Nee, das war erstmal ein Toyota Corolla, das war der von Simon, den ich gekauft habe. Mein erstes Auto war ein Toyota Corolla, mein erstes Auto. Hat 1000 Euro gekostet, der hat sich ein Audi, ein krankes Auto, diese scheiß 10.000 Euro in Bitcoin oder sowas investiert, Digga. Das wäre nicht so rausgeworfenes Geld wie das, Alter. Oh mein Gott, Digga, 10.000 Euro für einen Schuh, ich werde nicht mehr, Alter, wo sind wir? Aber das Ding ist, Remi dreht gerade ein bisschen durch.
durch, beruhig dich, Bro. Das Ding ist, ich bin gerade so gechillt, weil ich halt wirklich die Vermutung habe, dass das schon nicht real ist. Dass das nicht real ist, weil jetzt mal, wenn das irgendein Elternteil sieht, würdet ihr euren Kindern auf Schule für 10k kaufen? Nein, das macht niemand, Alter. Das macht nicht ein. Das macht kein Jerome Boateng. Der Typ ist Multimillionär und den seine Kinder laufen ganz normal in Adidas-Schuhen. Digga, nicht mal ein Multimillionär wird sich selber solche Schuhe kaufen, um zu flexen, Alter. Sorry, Mann. Höchstens, wenn man der größte Fan von Back to the Future ist. Herr Bergmann soll diesen Schuh kaufen. Kein anderer, Alter. Der weiß bestimmt nicht mal, was Back to the Future ist. Herr Bergmann soll diesen Schuh haben. Kein anderer. Ich sag's euch, Leute. 10.000 Euro! Deswegen 10.000 Euro! Ey, das wird die teuerste Episode. 10.000 Euro für den Schuh! Ihm ist unangenehm. Ja, ja. Deswegen denke ich, das Schuh ist nicht echt. Nice, ich weiß, Mann. Es nicht, Mann. Deine Hose! Off-White. Off-White? 250, also so hässlich, 260 Euro. Ja. Okay, so deine hässlich. Jacke. North Face Supreme Jacke. Digga, ich bin ja gerade nach Köln gezogen. Bro, wir müssen meine Wohnung noch streichen. Zieh dir eine schwarze, kurze Jogginghose an. Ich mal dir zwei Streifen drüber. Wäre so auch geil, Alter. North Face Supreme. Cream Shit. 2,5. Boah. Digga. Aua. 2500 Euro, Digga, für eine Winterjacke. Oh, und er ist bestimmt noch nicht mal ausgewachsen. Der und ist es ist nicht mal Winter, Digga. Es ist nicht mal Winter. Er braucht sie nicht mehr anziehen. Er rockt sie einfach im Sommer, der Boy. Krank. Dein T-Shirt. Was hat das gekostet? 1,5. Deine Cap. Ah, für ein T-Shirt 1500 Euro. Oh, das ist die härteste Episode, Kieler. Ich schwöre, mein Herz. 2500 Euro für eine Jacke. Weißt du, das ist Fremdschäden. Also ich. Das ist so fremd. Ich muss 105. Ah, besser. Hier ist Supreme Bag. 70, 80. Okay, Gesamtpreis, Gesamtpreis. Armani-Uhr 500. Armani-Uhr 500. Da hat sich für die Rolex gereicht, da hat es die Schuhe gekauft. Klar. Nice. 112. Gucci Snake-Kappe. 190, ne? 160. Für eine Handyhülle, Digga. Für eine Handyhülle. Okay, du hast es geschafft. Du bist der erste Typ, der ohne so Schmuck. Oh, 15.000 Euro, Bruder! Ey, allein wenn du die 10k Schuhe abziehst, dann hat der immer noch 5.000 Euro für den Rest ausgegeben. Sorry, Bro. Absolut übertrieben, hätte aber nicht sein müssen. Schreibt jetzt auch mal in die Kommentare. Ich guck mir die Videos immer an und die sagen so, ey, Revi, witzig und hin und her. Schreibt bitte mal in den Kommentaren. Seht ihr das genauso? Auf Ernst? Würdet ihr das was machen? Ihr davon haltet? Würdet ihr das machen? Ich würde das. Tut mir leid. Vielleicht, I don't know. Hatet Revi beim nächsten Video, schreibt, ey, Revi stinkt oder irgendwas, aber schreibt bitte einfach echt mal in die Kommentare. Was soll das denn jetzt? Nein, Digga, ich will einfach nur wissen, was denn jetzt? Die Leute davon super denken. Super, Kilian, du hältst das Maul. Das war's für dieses wunderschöne Video, Leute. Schaut bei Malen vorbei, schaut bei Kilian vorbei. Lasst einen Daumen nach oben da und nicht vergessen zu dabben, Leute. Ne? Das ist ganz wichtig. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.